Wenn du auf eine Urlaubsreise gehst, dann erwartest du bestimmt Schlangen, Hummer und Leichen im Flieger zu sehen, oder? Begleite uns in die Höhe, wo wir 9 der komischsten Dinge aufdecken, die Menschen mit ins Flugzeug nahmen. Nummer 9. Schlangen. Schlangen im Flugzeug mögen zwar eine Art kulturelles Phänomen sein, aber das passierte tatsächlich. Und nein, es wurde keine Schlange mit ins Flugzeug genommen, um jemanden umzubringen. Zumindest ist das nicht, was wir herausgefunden haben. Aber es gibt Menschen, die echte Schlangen auf einen echten Flug mitnahmen. Und manchmal sind diese auch nicht wirklich klein. Aber Schlangen mitzunehmen ist nicht einmal das Komische. Im Jahr 2011 schmuggelte ein Mann 7 verschiedene Schlangenarten und 2 Schildkröten in seinen Hosen. Warum er diese Schlangen und Schildkröten natürlich auf diese Weise versteckte, ist uns immer noch unklar. Aber natürlich wurde er verhaftet, als die Tiere entdeckt wurden. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, Schlangen mitzunehmen? Nummer 8. Therapietiere. Wir könnten tagelang darüber reden, wie Menschen Tiere ins Flugzeug schmuggelten. Denn es gibt genügend Wege, um das auszuprobieren. Aber es gibt tatsächlich einen legalen Weg, wie du dein Haustier neben dir im Flugzeug mitnehmen kannst. Du brauchst nur eine Bestätigung eines Arztes. Verwirrt? Naja, diese Tiere begleiten Menschen, damit diese ruhig oder emotional stabil bleiben. Aber wie kommt dieser legale Weg, Tiere zu transportieren, auf unsere Liste? Naja, weil es komische Tiere gibt, die als Therapietiere bezeichnet werden. Wie wäre es mit einem Truthahn? Immer noch kein Witz. Es gibt sogar Beweisfotos. Aber im Ernst, was sollte an einem dieser Tiere schon beruhigend sein? Sie sind laut und können aggressiv werden. Im Gegensatz dazu waren manche Menschen sehr clever, als sie deren Therapietiere auswählten. Zum Beispiel wählte eine Person ein Känguru. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktionieren würde. Aber gratuliere. Nummer 7. Eine Leiche. Ich weiß, dass du dir denkst, dass es bestimmt nicht passiert. Aber ja, es passierte. Und funktionierte sogar fast. Zurück im Jahr 2010 wollten 2 Frauen einen Verwandten nach Berlin bringen. Das ist ja alles okay. Aber als sie den Mann in einem Rollstuhl herumrollten, bemerkten die Angestellten, dass etwas nicht stimmt. Und so checkten sie den Mann. Es stellte sich heraus, dass er tot war. Sie wollten eine Leiche in ein Flugzeug schmuggeln. Sehr elegant. Das Beste daran ist, dass die Frau des Mannes, die ihn in das Flugzeug bringen wollte, behauptete, dass sie nicht wusste, dass er tot war. Und genau dasselbe behauptete die Stieftochter, die ebenfalls dabei half. Ist das glaubwürdig? Nicht wirklich. Da der Mann eine Sonnenbrille trug, um seine Augen zu verdecken. Und wir glauben, dass er die Sonnenbrille nicht selbst aufsetzte, bevor er starb. Nummer 6. Fallschirm. Während wir online nach Dingen suchten, die Menschen mit sich schmuggelten, stießen wir auch auf einiges, was du legal mitnehmen kannst. Manche schienen ganz normal zu sein, während andere durchaus komisch sind. Und diese werden wir später erwähnen. Aber dann fanden wir heraus, dass du auch einen Fallschirm mit ins Flugzeug nehmen kannst. Das Einzige, an das du dich halten musst, ist, dass du es als Handgepäck mitnehmen musst und dass dieser separat von deinen anderen Dingen eingepackt werden muss. Wir können das irgendwie verstehen. Zu fliegen kann ziemlich angsteinflößend sein. Du reist in einer Maschine, der es einfach nicht möglich sein sollte, vom Boden wegzukommen. Dann schwebst du tausende Meter über dem Boden. Und zusätzlich haben wir schon von unzähligen Flugzeugabstürzen gehört. Aber wie ängstlich musst du sein, dass du sogar deinen eigenen Fallschirm mitbringst? Unser Gedanke war, wenn du die Türe öffnest, was du tun musst, um aus einem Flugzeug zu springen, deinen Fallschirm zu öffnen, dann bringst du alle anderen, die sich im Flugzeug befinden, um. Du kannst, abhängig davon, wie ein Flugzeug landet, einen Flugzeugabsturz auch überleben. Aber du kannst den Druck nicht überleben, der sich in der Kabine senkt. Also, wenn du einen Fallschirm mitbringst, dann solltest du besser wissen, was du tust, wenn du diesen verwenden möchtest. Natürlich, wenn du ihn rechtzeitig auspacken kannst. Nummer 5. Versteckte Tiere. Wir haben dieses Thema schon zuvor mit den Schlangen besprochen. Aber die Wahrheit ist, dass Menschen komisch und kreativ sind, wenn sie versuchen, Tiere in ein Flugzeug zu schmuggeln. Und du wunderst dich wahrscheinlich, was zum Teufel sich diese Menschen denken. Ein Albtraum wurde wahr, als ein Paar versuchte, 200 Taranteln in dein Gepäck zu verstecken. Es kommen nun so einige Fragen auf wie, warum besitzt du 200 Taranteln? Oder warum versuchst du 200 Taranteln in ein Flugzeug zu schmuggeln? Aber
lassen seinen Blick auf eine bestimmte Frage werfen, nämlich, wie kreativ musst du sein, um diese 200 Taranteln zu verstecken, ohne dass es jemand bemerkt. Eine Frau versteckte ihren Chihuahua in einer Tasche und ließ diese sogar von den Securities checken. Unnötig zu erwähnen, aber sie befragten die Frau darüber. Wir machen in der Zwischenzeit weiter. Eine Frau schaffte fast das Unmögliche und sie versuchte, ein Tigerjunges aus einem Land zu schmuggeln. Sie war eigentlich ziemlich kreativ und so gab sie das Tigerjunge in eine Tasche, die voll mit Plüschtieren war. Glücklicherweise sahen die Angestellten, dass sich das Tier bewegte und sie retteten das Junge und brachten es zurück. Und die Frau wurde verhaftet. Nummer 4. Kanonenkugel. Auch wir wünschen uns, dass wir das nur erfunden hätten. Aber um fair zu bleiben, das war nur ein ehrlicher Mann, der versuchte, eine Kanonenkugel zu transportieren. Er war ein Taucher, der die Kanonenkugel nahe eines Schiffswrack fand, als er tauchen ging. Und scheinbar versuchte er, diese mit nach Hause zu nehmen. Also, was ist das Problem? Naja, sie explodieren eigentlich, wenn sie abgefeuert werden. Aber sie können genauso selbst explodieren. Einfach spontan. Und so wurde einiges abgesperrt, als die Securities auf diesen Fund stießen, um sicherzugehen, dass niemand verletzt wird, während sie diese loswerden. Nummer 3. Fische und Hummer. Nun denkst du dir wahrscheinlich, dass das nicht wahr sein kann, aber all das passierte wirklich und es ist dir tatsächlich erlaubt, Fische genauso wie Hummer in deinem Gepäck mitzunehmen. Aber du musst natürlich einiges dabei beachten. Lebende Fische können in einem geschlossenen Plastikcontainer transportiert werden. Es ist legal und trotzdem gab es einen Fall, in dem ein Mann versuchte, 240 lebendige Fische in seinem Koffer zu transportieren. Und dieser Koffer hatte nichts anderes als die Fische und Wasser im Inneren. Aber ernsthaft, schaut denn niemand online nach, ob es ihnen erlaubt ist, etwas mitzunehmen oder nicht? Das würde ihnen so viel ersparen. Oh, und der Hummer. Du kannst Hummer nicht nur mit ins Flugzeug bringen, sie können genauso Teil deines Handgepäcks sein. Das Einzige, was du tun musst, ist dein Gepäck von einem Angestellten durchsuchen zu lassen, um sicherzugehen, dass es sich nicht um etwas Bedrohliches handelt. Nummer 2. Schädel und menschliche Überreste. Jap, nun ist es Zeit, gruselig zu werden. Es gab bereits schon einige Fälle von Menschen, die versuchten, Menschenschädel ins Flugzeug zu bringen. Das Komische daran ist, dass es legal ist, künstliche Knochen mitzunehmen. Es muss nur bewiesen werden, dass es sich um eine Fälschung handelt. Im Jahr 2013 versuchten einige Menschen in Florida, Töpfe durch den Security-Check zu bringen. Das ist ja alles in Ordnung, oder? Nein, denn diese Töpfe hatten Teile eines menschlichen Schädels darin. Natürlich behaupteten sie, dass sie nicht wussten, dass sich das in den Töpfen befand. Das Komische daran ist, dass es nicht klar war, wie diese Teile in die Töpfe kamen. Und so wurde die Kriminalpolizei gerufen und die Töpfe konnten nicht transportiert werden, bis nicht alle Beweise gesammelt wurden. Wenn es zu menschlichen Überresten kommt, dann ist es eigentlich ziemlich legal, natürlich nur, wenn man das richtig macht. Zuerst müssen es eingeäscherte Überreste sein, was Sinn macht, wenn man darüber nachdenkt. Das Gefäß muss jedoch durchsichtig sein, da es sich die Securities ansehen müssen, um herauszufinden, um was es sich handelt. Wenn sie das nicht sehen können und nicht wissen, was sich darin befindet, dann werden sie es dir wegnehmen. Wie bereits erwähnt, ist es legal, eingeäscherte Überreste zu transportieren. Es kann sich um eine geliebte Person oder ein Familienmitglied handeln. Das ist total in Ordnung. Und viel besser als ein ganzer Menschenschädel. Nummer 1. Waffen. Wir geben zu, dass das komisch ist. Aber es versuchen viele, Waffen ins Flugzeug zu schmuggeln. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Manchmal versuchen sie das jedoch auf eine komische Weise. Zusätzlich sind es meist diejenigen, von denen du es nicht erwarten würdest. Wie zum Beispiel ein alter Mann, der am JFK-Flughafen aufgehalten wurde, da sein Gehstock ein Messer enthielt. Hier das Bild als Beweis. Er hat das wirklich versucht. Es war zwar nicht das beeindruckendste Messer, aber du wunderst dich sicher auch, was dieser ältere Herr mit einem Messer im Flugzeug tun wollte. War es zum Schutz? Hatte er andere Dinge vor? Wir sind uns nicht sicher, aber er brachte die Angestellten bestimmt zum Staunen.